Nach dieser Meditation wirst du frei sein. Frei von Angst und frei von Sorgen. Denn ich verrate dir jetzt ein großes Geheimnis. Das Geheimnis, wie du all deine Gedanken leicht und unbeschwert machst. Sodass diese Gedanken wie niedliche Schäfchenwolken durch deinen Kopf ziehen. Und du wirst ihnen heiter und gelassen hinterher schauen, so wie den Wölkchen am Himmel. Diese Gedanken sind dann einfach da. Sie sind nicht gut und sie sind nicht schlecht. Das Geheimnis, wie du es schaffst, deine Sorgen und deine Angst einfach loszulassen, dieses große Geheimnis werde ich dir hier verraten. Vielleicht ist dein Verstand noch skeptisch, ob das wirklich gelingen kann. Doch dein Unbewusstes hat schon längst erkannt, wie Gedanken in deinen Kopf kommen. Es ist ein ganz einfacher Vorgang. Du lässt sie hinein. Jeder Gedanke, der durch deinen Kopf kreist, der hat vorher angeklopft wie an eine Tür und er wurde von dir hineingelassen. Das gilt für alle hoffnungsvollen Gedanken, für alles Kreative und Inspirierende. Das gilt aber auch für alle Sorgen und für alle Ängste. Du selbst lässt diese Gedanken in deinen Kopf. Und du selbst kannst sie wie Gäste in deinem Haus nach draußen begleiten. Wie das geht, dieses Geheimnis bekommst du hier verraten. Diese Meditation wird dich stärken, wenn du sie vom Einschlafen hörst oder am Morgen oder auch im Laufe des Tages. Sie stärkt dich immer dann, wenn du dich ganz auf sie einlässt. Mein Name ist Martin Wehrle und ich begleite dich auf dieser Reise zum vollkommenen Frieden in deinem Kopf. Viele Menschen, die das Geheimnis der großen Gedankenfreiheit erfahren, genießen es, wenn sie vorher schon ganz zur Ruhe kommen. Und dabei hilft es ihnen, wenn sie sich auf den Strom ihres Atems konzentrieren. Wenn du magst, such dir jetzt eine gemütliche Position, leg dich hin oder setz dich hin. Hast du deine Position gefunden? Wunderbar. Und jetzt beobachte einfach mal deinen Atem, wie du einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Das geht ganz von allein. Ich vermute, es wird dich sehr beruhigen, dass dein Atem ohne dein Zutun funktioniert. Du musst nichts dazu beitragen. Das Leben beatmet dich mit wunderbar frischem Sauerstoff. Du atmest ein und du atmest aus. Ein und aus. Und jedes Mal, wenn du ausatmest,
fühlst du dich noch etwas freier und unbeschwerter. Du kannst alles, was schwer ist, in Luft verwandeln. Du kannst alles, was schwer ist, ganz leicht machen. Du kannst alles, was schwer ist, einfach ausatmen. Spür einmal, wie dein Kopf mit jedem Ausatmen etwas leichter wird. Und wenn du genau darauf achtest, wirst du feststellen, dass dein Körper dabei von einer herrlichen Wärme durchflossen wird. Spür einmal, wie diese Wärme sich in dir ausbreitet, wie sie deinen ganzen Körper wärmt und lockert. Deinen Hals und die Schultern und die Stirn wärmt und lockert. Deine Hände und die Arme wärmt und lockert. Deinen Brustkorb und deinen Unterkörper wärmt und lockert. Deine Beine und deine Füße wärmt und lockert. Die meisten Menschen empfinden diese Wärme, die sich immer mehr im Körper ausbreitet, wie einen herrlichen Schutzmantel. Als wären sie in einem Mutterleib, der sie umfängt und von der Welt vollkommen abschottet. Achte einmal darauf, wie du jetzt so wunderbar beschützt bist vor allem, was dich vor einigen Minuten noch bewegt hat. Du spürst, dass du jetzt hinübergeglitten bist in ein eigenes Universum. Ein Universum der vollkommenen Ruhe und des inneren Friedens. Und ehe ich dir gleich das Geheimnis der vollkommenen Sorglosigkeit verrate, lade ich dich ein, die folgenden Gedanken mitzudenken. Du wirst merken, wie sie dich mehr und mehr entspannen. Ich bin vollkommen unbesorgt. Ich habe alles losgelassen und fühle mich wunderbar. Ich fühle mich jetzt, als würde ich schweben. Ich habe mich gelöst von allem. Ich bin so frei, wie ich noch nie frei war. Ich bin so heiter, wie ich noch nie heiter war. Ich bin so ganz in meiner Mitte, das ist ein herrlicher Ort,
Hier kann ich sein, wie ich wirklich bin. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf meine Gedanken fließen lassen. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf mein Leben fließen lassen. Ich bin gut so, wie ich bin. Bin in Sicherheit, wenn ich mir selbst vertraue. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin in Sicherheit, wenn ich ganz in meiner Mitte bin. Ich bin gut so, wie ich bin. Wenn du dich jetzt fragst, was diese Sätze mit dir gemacht haben, dann wirst du feststellen, dass der Friede in deinem Kopf noch viel größer und mächtiger geworden ist. Du wirst spüren, dass du mit der Erde verbunden bist, wie ein großer Felsen, so mächtig und so stark und so unerschütterlich. Du spürst, dass deine Gedanken bis in den Himmel reichen. So hoch können sie fliegen und so frei können sie dich machen. Deine Gedanken sind wie ein warmer Sommerwind. Sie ziehen einfach dahin. Sie ziehen durch deinen Kopf. Und jetzt bist du bereit dafür, mein großes Geheimnis aufzunehmen. Denn ich sage dir jetzt, warum ein Gedanke oder auch eine Sorge in deinem Kopf bleibt. Der einzige Grund der Welt ist, du hältst diesen Gedanken fest. Denn deine Gedanken sind wie ein Wind, der durch deinen Kopf bläst. Sie kommen an der einen Seite rein und sie gehen an der anderen Seite wieder raus. Es sei denn, du entscheidest dich dafür, einen Gedanken festzuhalten. Nur ein solcher Gedanke, der bleibt in deinem Kopf, so wie ein Gast, den du in dein eigenes Haus eingeladen hast. Mach dir einmal bewusst, was das bedeutet. Du entscheidest selbst, wen du in dein Haus, in deinen Kopf einlädst. Also kannst du jeden Gedanken, der dich nicht mit vollkommenem Frieden erfüllt, einfach loslassen. Lass einen solchen Gedanken mit dem Wind ziehen. Lass ihn los, wenn du ausatmest. Und er fliegt davon, fliegt bis ins Universum und verliert sich im Nichts.
Du kannst jeden Gedanken, jede Sorge, jede Angst loslassen. Du kannst jeden Gedanken ausatmen. Es ist deine eigene Entscheidung. Und du kannst jeden Gedanken, der dich heiter stimmt und der dein Selbstbewusstsein stärkt, du kannst jeden Kraftgedanken dazu einladen, dass er etwas länger in deinem Kopf verweilt, dass er dort ein paar Runden dreht und seine stärkenden Spuren hinterlässt, ehe auch er sich verliert. Denn alle Gedanken sind wie der Wind und sie verlieren sich. Alle Gedanken sind vergänglich, aber du bleibst. Alle Gedanken sind aus Luft, aber du bist aus Materie. Alle Gedanken spielen keine Rolle mehr, wenn du ganz in deiner Mitte ruhst. Dann prallen diese Gedanken von dir ab, so wie die ewige Strömung an den Klippen abprallt. Du bist alles, was wirklich zählt. Und spür einmal, wie leicht es dir jetzt gelingt, dich so anzunehmen, wie du bist. Dich zu umarmen, so wie du bist. Einfach hier zu sein, einfach frei zu sein. Du atmest alles ein und du atmest alles aus. Deine Gedanken sind wie der Sommerwind. Sie kommen und sie gehen und sie ziehen an dir vorüber. Genieße dieses Gefühl der vollkommenen Freiheit ein paar kostbare Augenblicke. Falls du einschlafen willst, wirst du merken, dass du meine Stimme jetzt einfach ausblenden kannst. Denn du bist in deiner eigenen Welt und gleitest in deinen Schlaf. Falls du deinen Tag fortsetzen willst, spürst du jetzt ganz bewusst, was sich in dir verändert hat.
Spüre diese vollkommene innere Sicherheit. Und dann ganz langsam darfst du wieder in die Außenwelt zurückkehren. Ich zähle jetzt von 5 rückwärts und mit jeder Zahl wirst du etwas wacher. 5. Du spürst die Unterlage, auf der du dich befindest. 4. Du nimmst wieder Geräusche der Außenwelt wahr. 3. Du spürst deine Vorfreude auf das, was gleich in deinem Leben passieren wird. 2. Du überlegst, was du tust, wenn du gleich die Augen geöffnet hast. 1. Du öffnest die Augen und du genießt, mit welcher Energie du jetzt in deinen Tag startest. Hör diese Meditation so oft, wie es dir möglich ist, gerne jeden Tag. Du wirst staunen, wie sich deine Sorgen und Ängste mit der Zeit immer mehr verlieren. Ich freue mich, dich hier wieder zu treffen. Ich warte auf dich. Bis dahin, dein Coach Martin Wehrle.